Lexi, Bexi. Nam, 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 nam. Hey zusammen und willkommen zu einem neuen kleinen Review meinerseits. Warum diese Folie hier noch drauf liegt, das hat einen Grund, denn es ist ja folgendes. Ich habe nicht nur ein Stück Banane auf meinem Arm, sondern... Weil wir wurden 2014 so verwöhnt, es gab neue High-End-Geräte, das heißt neues iPhone 6, neues iPhone 6 Plus, neue iPads, neue Computer von diversen Herstellern und, das heißt alles edel anmutend, alles so wertig, alles so teuer, alles so performant. Ja, und teuer, habe ich es übrigens schon erwähnt. Aber es gibt natürlich auch genau das Gegenteil von dem, was man so 2014 überall gesehen, gelesen, gehört und ausprobiert hat. Denn es gibt auch Spielzeuge, die man vielleicht eher seinem 6- oder 8-jährigen Cousin schenken sollte, als solche High-End, Ultra-High-End. Super-Duper-Geräte für viel Geld. Ich habe mich einfach mal umgeschaut. Und zwar, was gibt es unter alternativen Gadgets bzw. alternativen technischen Spielzeugen? Und zwar der allerbilligsten Sorte. 5! Ohne Scheiß! 5! Euro. Und das erstmal nur rein preislich gesehen, denn es kann ja sein, dass hinter den Euronen doch was Brauchbares hintersteckt. Wir fangen an mit... dem wahrscheinlich billigsten Spielzeuge der Welt. Der billigsten Spielekonsole der Welt. Millennium Arcade 101. Nein, das hat nichts mit der Polizei zu tun. Das heißt einfach nur 101 Spiele in einem. Tragbare TFT-Spielekonsole. Millennium Arcade 101. Arcade 101. 101, oh, 101 verschiedene Spiele aus den Bereichen Action, Gedächtnistraining, Geschicklichkeit, Sport und Racing. Freigegeben ab 6 Jahren. Aha, weiß ich nicht. Oh, hau den Lukas? Nee, das ist was anderes. Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt kein Kinderspielzeug im Sinne der Richtlinie 2009/48 EG ist. Ach, die Richtlinie, ja, wusste ich doch. Pegida-Anhänger in den Mülleimer, aber doch nicht in den Mülleimer, dann vielleicht in den Mülleimer mit diesem Zeichen drauf und CE Millennium GmbH. Barcode. Was haben wir denn hier? Auf der rechten Seite Millennium Arcade 101, tragbare TFT-Spielekonsole. Barcode. Auf der Unterseite Millennium Arcade 101, tragbare Spielekonsole. Barcode. Auf der linken Seite Millennium Arcade 101, tragbare TFT-Spielekonsole. Barcode. Was mache ich hier eigentlich? Schauen wir uns doch mal die Rückseite genauer an. Millennium Arcade 101, tragbare TFT-Spielekonsole. Barcode. Haha, Gott. Hochauflösendes, großes 2,5 Zoll TFT-Farbdisplay. 16-Bit-Technik für anspruchsvollen Spielspaß. Super Nintendo lässt grüßen. Ideal für unterwegs, mit praktischer Handschlaufe, geeignet für Kinder ab 6 Jahren und Betrieb mit 3 AAA-Batterien enthalten. Guck mal, das wurde sogar drüber geklebt. Das heißt, was hieß es denn mal? Separat erhältlich? Nicht enthalten. Oh, die Zeiten sind vorbei, denn ab sofort... Dann lass einfach mal schauen, wie es drin aussieht. Oh, dieses Verpackungsdesign. Ich glaube, alle, die normalerweise was von Apple auspacken, die schauen jetzt neidisch auf das Arcade 101. Oh, jetzt heißt es auf einmal M489 Arcade 101 Portable Spielekonsole Bedienungsanleitung. Lass doch mal schauen. Inhaltsverzeichnis. Und alles sogar auf Deutsch. Ungewöhnlich. Und die versprochenen 3 Batterien. Komm schon. Orange is the new black. Oh, mit Trageschlaufe. Und es passt mir nicht mal über die Hand. Shit. Oh Mann, sowas hasse ich, wenn man es an der Batterieklappe aufschrauben muss, um Batterien einstecken zu können. Fertig. Also, es ist komplett aus Plastik. Es ist leicht, es wiegt ungefähr überhaupt nichts. Jetzt, wo die 3 Batterien drin sind, hat es so ein bisschen Eigengewicht bekommen, aber sonst war es vorher eigentlich nur ein Haufen Plastik. Dann haben wir hier das D-Pad. Es fühlt sich an wie ein einziger großer Knopf, aber naja, ein bisschen, nein, das hat keinen wirklichen Druckpunkt. On-Off, Reset, Start, Pause und Action. A, B, A, B. Oh, die fühlen sich erstaunlich gut an. Dann lass uns mal den Aufkleber abziehen. Und, oh, sehe da, das hochauflösende 2,5 Zoll Display. Und so wie das aussieht, Spritzer, Kratzer. Dabei wurde es frisch gekauft. Schauen wir uns nochmal die Rückseite an. Wir haben keine Schulterbands. Oh, wir haben, schau mal hier. Ein mysteriöses Rädchen. Wahrscheinlich für Kontrast oder Lautstärke, das sich extrem schwer drehen lässt. Linke Seite nichts, rechte Seite auch nichts. Unterseite... Lautsprecher, Batteriefach, Arcade 101, Artikelnummer bla, Import Millennium, Import, das sagt schon alles. Es ist nämlich in Wirklichkeit ein China-Device. Immer nochmal sauber. Und, was sehen wir da? Das Display sieht immer noch genauso schäbig aus wie vorher. Das kann doch nicht sein. Hier ist es auch mal GameStation 2, 101 in 1. Ich muss sagen, das Display ist gar nicht mal so scheiße, wie ich es erstmal gedacht hatte. Also es hat natürlich keine wirkliche Blickwinkelstabilität, aber es geht schlimmer. Es ist auch ausreichend hell, damit man genug sehen kann. Action Games, IQ Games, Racing Games, Adventure Games, Sport Games. Oh Mann, nicht vorhandener Druckpunkt, der wird bestimmt noch ein Spaß. So, die Herausforderung jetzt. Ich werde jedes einzelne der 101 Arcade Games anzocken. Aber keine Sorge, im Schnelldurchlauf. Action Games. Skyhawk. Also ich glaube, das Einzige, was kaputt macht, ist tatsächlich die Steuerung. Also nicht die Steuerung der Aktionsknöpfe, sondern die Steuerung des D-Pads. Heroic Pilot. Kapier ich nicht. Das ist 3D in
In komisch. Undersea War. Ich kacke Granaten und lass sie auf U-Boote fallen. Tank, Tank. Ist das aus Super Mario geklaut? Lol. Space Defense. Klingt wie Feuerwerk. Tot. Base Defense. Tower Defense also aus einer Position heraus. Horrific Collapsar. Das langsamste Spiel der Welt. Space Warrior. Diesmal nicht von hinten, nee, nicht von oben, sondern von der Seite. Earth Defense. Links nach rechts in der kurzen Zeit kommen, ohne... Super Archer. Oh. Battle Tank. Muss ja nur von links nach rechts... mich drehen und schießen. Okay, Intelligenz-Bestien-Spiele. Puzzle! Ich glaube nicht, dass der Akku jemals so lange hält, dass man dieses Puzzle durchspielen kann. Switchman! Oh Gott. I don't get it! Oh! Grass Cutter! Ich mähe den Rasen? Seriously? Oh, what the fuck? Snake! Muss ich jetzt den Stein einsammeln oder da unten dieses Stück Pixel? Bomb Kid! Bomberman, der größte Held in deiner Welt, wenn die Steuerung denn mal funktionieren würde! Boom! Tower Ladder! Kann ich springen, ich muss also immer von so nach so. Railway Builder! Wo ist mein Startpunkt und wo ist mein Endpunkt? Pipeworker! Ach so, da muss man mal gucken, was als nächstes kommt. Nein, nein, nicht noch sowas. Number Memory. Manchmal funktioniert Start, manchmal funktioniert A. Ich kapier's nicht. 4, 2, 8, 0, also 2... 8... Was? Fotomatch! Oder auch Memory. Fish? Fish. Verkackt. Sky Up. Ich liebe Spiele, bei denen es keine Instruktionen gibt. Komm schon, du scheiß Plattform. Komm schon. Oh ja. Next? Oh nein. Bubble Monster. Luxor. Volle Dröhnung. Schlecht und unkontrollierbar. Magic Key. Bum, 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 bum. Ah. Oh, das war ja schwer. Cross Street. Frogger oder... Crossy Roads. Und zwar ziemlich original. Mine. Minesweeper. Bum, bum. Bälle zurückschmeißen. Find Difference. Der hat einen Penis, der nicht. Jewel Master. Tetris bin anders. Picture Puzzle. Woraus besteht diese Figur? Error. Flying Block. Schon wieder ein Spaceship Shooter. Undersea Bubble. Bum, 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 bum. Shark Story. Ich bin ein kleines Fischilein. Und muss großen, bösen Fischilein ausweichen. Kann aber kleine essen. Kann ich auch so eine essen? Nee. Next. Oh Gott, damn it. Hier sind also die 101 Spiele versteckt in den scheiß Puzzle Games. Maze. Ich laufe durch ein Labyrinth. Cool. Jewel Land. Candy Crush. In blöd. Magic Box. Ich schiebe die Box dahin. Cool. Crazy Hit. Oh, das Spiel von dem Verpackungsshot. Solitär. Ah, solitär eben. Russian Blocks. Tetris. Auch Russian Blocks. Ja, klar. Tetris. Sudo. Oder wahrscheinlich auch Sudoku. Ja. Brig. Nur mit einer, oh Gott, furchtbaren, in Anführungszeichen, Physik. Happy Zoo. Candy Crush mit Tieren. Klingt pervers. Crazy Tram Car. Wie es scheint, muss ich jetzt Eier einsammeln, aber da differenzieren zwischen Eiern und Vogelscheiße, die da ablassen. Super. Table Tennis. Pong in anders. Next. Catch Fish. I'm going to catch that fish. Falling, was? Falling Star. Oh, wie schön. Funny Quiz. Ich kann's kaum abwarten. Oh. Crazy Ball. Pong. Mit sich selbst. Apple Chess. What the fuck? Five Chess. Oh. Santa Claus. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Geschenke einsammeln. Mit Santas Sack. Sieht aber eher aus nach Drogen einsammeln. Farmer. Ich darf nur die Schafe peitschen. Rampart Guard. Menschen töten. Hit Mouse. Aber wie? Aber wie? Roadman. Okay, ich schiebe Eier in Löcher. Oh. Match Number. Ein Memory zum Raten. Mit ICQ-Sounds. Und Number Guess. Oh, scheiße. Racing Games. Final Race. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie so viel Himmel bei einem Rennspiel gesehen. Motor Race. Oh mein Gott. Thunder Race. Feel the Thunder. Speed Motorboat. Was? An einer Kaffeebohne vorbei. Ah, irgendwas einsammeln. Malibu. Muss ich hier was einsammeln? Nein. Speed Race. Boat Race. Ich hasse diese Musik. Ich hasse diesen beschissenen Motorsound. Super Skiing. Ach, dieses beruhigende Rauschen. Supermotor. Ein Rennspiel mit Himmel. Super F1 Race. Und täglich grüßt es
Murmeltier. Fish Journey. Ich schwimme mit einem Fisch durch die Gegend, sammle irgendwas ein und versuche nicht in andere Fische reinzujumpen. Deformable Car. Wer bin ich? Links. Oh, Lightning. Das klingt ja wie Fappen. Adventure Games. Adventurer. Ach du Scheiße. Oh Gott. Night Shooter. Oh, ich zerschieße die ganze Zeit kleine, unschuldige Batmans. Oh, tut mir leid, Bruce. Riding Hunt. Mies. Ich reite auf einem Pferd und schieße auf Wildschweine. Holy crap. Hunting. Ja, ich schieße in einem Urwald auf alles, was sich nur traut, aus den Bäumen herauszulunzen. Street Shooting. Yeah. Ich schieße auf Ladies in weißen Kleidern. Ach doch nicht. Brave Boy. Ich schmeiße mit Bananen in die Luft und versuche, fliegende Affen runterzuholen. Battleship. Zerstöre mit meinem Panzer Geschütztürme. Beach War. Ich mache nochmal genau das Gleiche. Trooper. Ich versuche, landende Soldaten abzuschießen. Was mir original nicht gelingt. Final Blood. Ich schieße Autos ab. Sport Games. Soccer Training. Okay, here we go. Oh, mit Sprache. Ich hasse es. Shooting. Ich bin eine lebendige Knarre, die Spielsachen abschießt. Dart. Physikalisch korrektes Dart. Nicht. Ring Game. Juhu. Ringe schmeißen. Power. Boom. Ist ein bisschen wie auf der Wii. Super Fishing. Wow, ein Spiel mit Grafik. Ich spiele ein Angelspiel. Ich habe einen Fisch gefangen. Soccer. Yeah, Tor. Goalkeeper. Oh, Headshot. Balance Walk. Ich gehe auf den Strich. Hula Hoop. Oh Gott. Archery. Never go full retard. High Jump. Ach so, auch noch springen. Long Jump. Das ist ja das Gleiche. Triple Jump. Schon wieder das Gleiche. Javelin Throw. Freestyle. Button Smasher. Shot. Shoot. Bums. Schon wieder ein Button Smasher. 100 Meter Rennen. Stichwort Sport haben die aber sehr ernst genommen. 110 Meter Hürdenlauf. Also Button Smash und dabei springen. Goddammit. Basketball. Ach so, festhalten, schmeißen. Festhalten. Und boom! Rope Skipping in 3D. Geil. Weight Throw in 3D. Ruckelt überhaupt nicht. Hammergeil. Was zum... Ja. Wobei, warum eigentlich wegschmeißen? Denn ehrlich gesagt ist das Ding doch eigentlich gar nicht so kacke. Ich meine, klar, wir sind verwöhnt von anderen Handheld-Konsolen, wie zum Beispiel PSP, PS Vita, Nvidia Shield oder allein auch schon Android-Smartphones bzw. iOS-Smartphones bzw. iOS-Devices. Die können ja auch alles so gesehen besser als diese Kollegen. Und wenn man solche Spiele spielen möchte, kann man ja auch eigentlich einfach nur einen Emulator starten und sich dann original SNES, Sega oder sonstige Retro-Games und Konsolen draufziehen. Dafür braucht man doch eigentlich nicht so ein Ding. Zumal das ja auch nur, in Anführungszeichen, eine technisch veraltete Konsole ist mit Kopien von bekannten Spielen und das zuhauf, also 101 an Stück. Ich meine, jetzt kann man sich darüber streiten. Gibt es hier Leute, die unbedingt jetzt noch mit solchen Sachen Geld machen wollen, oder ist es tatsächlich für die Fraktion gedacht, die sagen, hey, entweder haben wir jetzt nicht so viel Kohle in der Tasche und wollen trotzdem Spaß haben mit solchen Geschichten, oder wollen manche vielleicht doch eine eigene neue Konsole auf ganz eigene Art und Weise etablieren, oder geht es darum, einfach nur alternative kleine Begleiter in der Tasche zu haben zu den großen Marken wie Mario und Co. Ich meine, früher wollten ja auch schon diverse Hersteller, auch Markenhersteller, Maskottchen und Spieletitel etablieren, ähnlich wie Mario, Sega und Co., die es dann aber am Ende auch nicht geschafft haben. Warum sollte man das also auch mit solchen Geschichten nicht im Endeffekt auch weiter probieren, auch wenn es vielleicht eine andere, ich sag mal, eine andere Art und Weise versucht? Fragen über Fragen gehen mir da durch den Kopf. Und die größte Frage dabei ist eigentlich, warum sollte man sich sowas holen heutzutage, wenn man das hier mittlerweile für günstig Geld bekommt. Ich meine, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr euch eher eine Millennium Arcade 101 holen oder vielleicht doch lieber den guten alten Game Boy oder sogar Game Boy Color zusammen mit ein paar Haufen Spielen? Da können wir gerne ein bisschen drüber quatschen und jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2015 und wir sehen uns dann am Sonntag oder am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Bis dahin also genießt den heutigen Abend und morgen den Tag zum Ausnüchtern. Oh, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne auch ein Abo dalassen oder auch mal die Social Media Plattform besuchen und andere Videos von mir hier unten. Also, bis zum Sonntag spätestens. Tschüss!